Herzlich willkommen, meine Freunde. Willkommen zurück bei Final Fantasy 9. In der letzten Folge waren wir stehen geblieben. Wir haben den schwarzen Tenor 2 besiegt. Wie wir jetzt, so kurz noch. Wir haben einiges hier. Wir müssen nämlich eine neue Ausrüstung, können wir jetzt auch anlegen. So, wir können jetzt den... Also hat er quasi jetzt nicht, was er sich anlegen kann. Er hat alles, was er hier haben kann. Sonst hat er hier nichts. Sonst hat er hier nichts. Okay. Er hat nichts zum Anlegen. Aber ihr darf bestimmt gleich den Zipfelhut aufsetzen. Hilft ihm nichts. Das finde ich ja irgendwie komisch. Lilly hat nur eine Rute, aber sie darf den Zipfelhut und darf kann schon Protest. Toll. ja, das ist natürlich etwas blöd. Wir haben neue Fähigkeiten. Also so Rüstungen, aber irgendwie können wir davon jetzt nicht so viel verwenden. Kaufen wir nochmal was ein. Beziehungsweise schauen wir uns nochmal kurz um, ob da nicht noch irgendwas Neues ist. Zauberstock, alles gleich. Irgendwas, was nach oben zeigen würde. Theoretisch, nee, da haben wir von alles. Und, na gut, wir besitzen also quasi jetzt alles, was hier im Laden ist. Das bedeutet, wir sind so gut wie möglich ausgerüstet. So, wir haben in der letzten Folge den schwarzen Tenoren 2 bezwungen. In dieser Folge werden wir uns daran machen, fügt Bestien, fügt Insekten, fügt fliegenden Monstern immensen Schaden zu, Level Up, Gift und Tox, Galle, alles Klärchen im Bärchen. Den schwarzen Tenor 2 besiegt. Jetzt machen wir uns daran, den nächsten... Also ihr wisst ja, Tenore sind immer 3. Zumindest in diesem Spiel. Werden wir uns jetzt daran machen, aufs Luftschiff zu gehen und unsere Reise nach Lindblum fortzusetzen. So, zum Frachtschiff gehen. Wir steigen jetzt ein. Und mal sehen, was passiert. Ich gehe kurz nachfragen, ob sie uns mitnehmen. Einen Moment. Warte, ich werde das übernehmen. Du, das sind ja ganz neue Töne, die du von dir gibst. Es ist für das Wohl der Prinzessin. Nicht etwa für dich, Kerl. Ja, Steiner, mach du nur. Steiner, er war doch so entschieden dagegen, nach Lindblum zu fliegen. Steiner war dagegen. Sie haben Fässer aufgeladen, die ich im Schloss gesehen habe. Ach, komm. Sidan, glaubst du, dieses Luftschiff fliegt wirklich nach Lindblum? Dieses Luftschiff fliegt mit Sicherheit nach Alexandria. Aber du sagtest doch auch, wir sollten... Lass das mal meine Sorge sein. Ich weiß schon, was ich machen muss. Sidan, was gibt's, Baby? Diese Marionetten, die wir unten gesehen haben... Die sahen doch aus wie ich, oder? Ach was. Das macht die Zipfelmütze. Eher nicht. Schließlich waren es ja nur ein paar Marionetten. Pass lieber auf, dass du nicht über deine eigenen Füße stolperst. Es geht los. Was hat der Alte da wieder angerichtet? Egal, Lilly, komm. In ein Schiff, das nicht nach Lindblum fliegt? Keine Zeit für lange Erklärungen. Let's go, Bitch. Na los, vertrau ihm. Mhm. Hier rüber. Na los. Und zack. Na los doch. Ach, ich will eigentlich nicht. Vertrau mir doch. Los, sonst fliegt das nur ohne uns ab, aber... Los! Ich hab dir doch versprochen, dich nach Lindblum zu bringen. Hopp. Gut, ich verlasse mich auf dich. Der Kahn hebt ab, los! Oh ja. Ups. Ah.
Das war ein Grabscher, mein lieber Freund Zidane. So, damit verlassen wir quasi unser erstes Dorf, was wir besucht haben. Und machen uns auf den Weg mit dem Luftschiff in Richtung... Also eigentlich in Richtung Alexandria. Aber wir wollen nach Lindblum. Hör mal, weiß auch nicht, wie meine Hand da hingekommen ist. Nun, reg dich doch bitte nicht so auf. Genug jetzt damit. Aber hallo, bist ja ganz schön geladen. Ja, sieh dann. Wie bist du in Ordnung? Mir ist so schwindelig. Lass uns hineingehen, Vivi. Komm, Vivi. Lass uns hineingehen. Dann kannst du mir an den Arsch fassen. Okay, dann gehen wir mal. Zidane, ich vertraue dir. Geil. Tust du das wirklich, Lilly? Aber wenn die Sache hier gut über die Bühne geht, kriege ich als Belohnung vielleicht einen Kuss. Was denn? Ist es schon soweit? Zidane, was ist los? Ist irgendwas? Vivi. Was ist mit Vivi? Was ist mit Vivi? Entschuldigung. Ach du Schreck, die bewegen sich ja. Hallo, mein Name ist... Diese Marionetten aus Dali werden von genauso aussehenden Marionetten transportiert. Vivi. 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 Entschuldigung. Und? Hast du mit ihnen sprechen können, Vivi? Nee. Sind irgendwie... Sehen sie durch mich durch. So als wäre ich Luft für sie. Ich habe immer wieder versucht und versucht, mit ihnen zu sprechen. Aber sie ignorieren mich einfach. Mano. Hey, Vivi. Ach. Entschuldigt mich bitte kurz, ich gehe mal ein bisschen rauf. Denn wenn ich nicht bald was unternehme, dann landen wir doch noch in Alexandria. Ja. Kümmere dich ein bisschen um Vivi, ja? Ja, klar. So. Was für einen Zweck dient das hier alles eigentlich? Was haben wir hier? Wow. Wenn wir weiter diesen Kurs halten, überfliegen wir bald den verwunschenen Wald. Ob den Chef und den anderen wohl die Flucht aus dieser grünen Hölle gelungen ist, andererseits. Wenn ich ihm sage, dass ich mir ernsthafte Sorgen gemacht habe, dann brüllt er mich bloß wieder an zum Denken, bist du noch zu grün unter den Ohren. Ja. Recht hat dein Chef. Du bist noch nicht so weit, du darfst noch nicht denken. So, und jetzt sollten wir an der Oberfläche angekommen sein. Und wer ist da? Steiner. Was macht denn der da? Was mache ich denn jetzt nur? Irgendetwas muss ich doch tun können. Wie konnte so etwas überhaupt geschehen? Da hatte ich alles so geschickt eingefädelt und entstartet das Schiff, bevor die Prinzessin an Bord kommen konnte. Wie soll ich das bloß Königin Brane? Hey, Alter, was sollte das gerade vorhin? Wir hätten es beinahe nicht mehr an Bord geschafft. Daran ist die Besatzung hier schuld. Moment mal. Wie bitte? Was? Du! Wo ist die Prinzessin? Im Maschinenraum. Hat sie es also doch an Bord geschafft? Ja, anscheinend. Oh. Ich weiß ja nicht genau, was du vorhast, Kerl, aber fest steht, dass dieses Frachtschiff nach Alexandria fliegt. Und dort wirst du hängen für die Entführung. Genieße also den Flug, es werden nämlich die letzten Stunden deines miesen Lebens sein. Naja, denk doch, was immer du willst, komm. Oh. Hä? Es scheint fast so, als würden sie mich gar nicht wahrnehmen. Scheint nicht nur so, es ist so. Hä? Was ist das?
Wir haben auch noch günstigen Wind, wie vortrefflich. Königin Brane wird überaus zufrieden mit mir sein, jetzt, wo die Dinge sich so darstellen. Ja, aber wäre dieser Räuberjunge nicht gewesen, dann würde ich jetzt wohl tatsächlich ohne die Prinzessin auf dem Weg ins Schloss sein. Vielleicht sollte ich mich dafür einsetzen, dass er doch nur lebenslänglich erhält. Diese Vorgehensweise geziemt sich nun mal für einen wahren Ritter. Aber sobald wir im Schloss angekommen sind, muss ich herausbekommen, was es sich mit dieser merkwürdigen Besatzung auf sich hat, die scheinbar auf niemanden reagiert. Auch diese Vorgehensweise geziemt sich für einen wahren Ritter. Was geschieht hier? Wow, wow, wow. Wir wechseln den Kurs in Richtung Süden. Fliegen den... Oh, da ist aber noch jemand. Oh. Wie so ein Super Saiyajin, so Blitze um hier rum, so... So. Du. Was hast du? Hast du Schluck auf? Kerl! Bist du des Wahnsinns? Na warte! Du kleiner Mieser! Na komm her, du Bongo! Ey, Alter! Scheinst die Truppe ja irgendwie verärgert zu haben. Als ich sie vorhin ansprach, da reagierten sie überhaupt nicht auf mich. Elender Kerl! Du warst doch der Auslöser des ganzen Unglücks! Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich werde diesen Kerl sofort ruhig stellen und uns auf den alten Kurs zurückbringen. Es dauert nur einen kurzen Moment. Was ist geschehen? Ich habe keine Ahnung, Alter. Sehe ich so aus, als ob ich es wüsste? So. Auf der Brücke angekommen, wieder mit Vivi und Lilly. Bam! Vivi! Bist du in Ordnung? Ein Knips wie du war es also, der Nummer 2 erledigt hat. Das hätte ich mir nicht träumen lassen. Gegen mich, Nummer 3, hast du jedenfalls nicht den Hauch einer Chance. Prinzesslein, bleib da, wo du bist, bis ich diesen lästigen Störenfried aus dem Weg geräumt habe. Was willst du? Was soll das? Wollt ihr ihn etwa verteidigen? Yes, Baby. Was ist das? Diese willenlosen, erschaffenen Marionetten handeln selbstständig und wollen auch noch diese Rotzlöffel in Schutz nehmen? Geht beiseite, oder wollt ihr auch etwa mit, wollt ihr euch etwa auch mir widersetzen, ihr Missgeburten? Was fällt euch überhaupt ein? Bam! Oida, das ist natürlich jetzt was ganz Brutales, aber übermenschliche Filmszene übrigens, finde ich. Extrem geil gemacht. Oh, aber das ist natürlich was. Also, das ist Blitzgar. Das ist schon nicht mal mehr Blitzra, sondern das ist Blitzgar. Oh my goodness, jetzt kriegt Alexandra diesmal gar keine Marionetten mehr. Oh mein Gott. Oh nein. Ich bin der Meister des Blitzra. So, und jetzt gibt's einen fetten Clash of Titans in dein Gesicht und Nummer 3. So, wir werden den ersten Cut widersetzen, wenn wir in Lindblom angekommen sind. Welch Grausamkeit. Da. Meister WWE, ich streite an eurer Seite. Wartet ihr zwei. Lilly. Ja? Wir kümmern uns um diese schwarzen Tunnel, übernimm du bis dahin das Steuer. Wenn wir weiterfliegen, dann steht uns wohl noch mehr Gefahr bevor. Aber noch können wir umdrehen. Ob wir weiter auf Kurs bleiben und zum Südentor fliegen, hinter dem Alex Lindenblum liegt, oder ob wir nach Alexandria gehen, das entscheidest allein du. Okay? Los! Wie auch immer, ich bleibe bei dir. Aber flieg den Kahn nicht völlig zu Schrott, alles klar? Ja, ja. Keine Zeit für Ironie, Digger. Digger, sei vorsichtig, sie dann, mach dir keinen Stress. Ich bin immer vorsichtig. So. Warum? Warum hast du das gemacht? Du bist doch einer von ihnen.
Dass du zwischen ihnen und mir keinen Unterschied ausmachen kannst, zeugt nur von deiner begrenzten Horizont. Du zeugt nur von deinem begrenzten Horizont, du armseliger Wurm. Selbst wenn es nicht deinesgleichen gewesen sein sollten, das geht entschieden zu weit. Was traut ihr überhaupt denen hinterher? Wo die herkamen, gibt es noch viel mehr. Wie seid ihr Tenöre eigentlich? Oho. Damit hätten wir alle beisammen. Drei Schmeißfliegen mit einer Klappe. Antworte mir gefälligst. Was hättet ihr denn schon davon? Ihr habt euch doch sowieso schon alles hinter euch. Wer sich mir in den Weg stellt, der ist dem Tod geweiht. Das hättest du wohl gern, Nummer 3. So. Dieser Kampf wird Potion-lastig. Wir werden Vivi seine Magie nicht benutzen. Zumindest eine Zeit lang nicht. Da wir erstmal klauen müssen. Er hat nämlich übermenschliche Dinge in seinen Pockets. Und Vivi ist schön im Trance-Zustand. Wunderschön. Clown-Technik. Steiner heben wir uns auf. Feuer. Und ja. Zack. 132. Zack, nochmal hinterher, bitte, Vivi. Hades Magie ist immer so lustig bei Vivi, weil er dann immer zwei Zaubersprüche in Folge benutzen darf. Was natürlich nicht schlecht ist an sich ist. Blitzra. Wie ihr seht, das ist natürlich schon... Also... Nicht ohne, muss man einfach sagen, wie es ist. Zack. Zack. Ich hoffe, wir haben noch genug Zeit, um uns immer wieder heilen zu können. Vivi seine Hades-Magie werden wir mal komplett ausnutzen. Und ich hoffe, dass wir alle drei Gegenstände klauen können. Mhm. Da haben wir quasi 6-mal Magie einsetzen können mit Vivi. Beziehungsweise, nee, haben wir nicht. So, jetzt kann Vivi nämlich auch immer Potions benutzen. Er benutzt selber eine Portion auf sich. Ich habe ja genug davon. Und jetzt wird nur noch geklaut. Feuer. Geht auf wen? Auf Vivi. Zack, heilen. Du wirst dich selber heilen, Vivi. Zauberküras geklaut. Geile Scheiße, nee, Digga. Sehr schön. Okay, dann machen wir das so. Nochmal klauen. Ah, das war natürlich ganz bitter. Oh, das ist Diebstahl fehlgeschlagen natürlich. Wir haben ja die Potions. Seien wir also nicht so geizig damit. Zack, zack, zack. So, und Clown-Technik, bitte. Blitzra. Auf wen geht das diesmal? Steiner wieder. Sehr schön, das geht natürlich in unser Repertoire. Diebstahl fehlgeschlagen, das ist natürlich nicht so prickelnd. Aber das ist mir egal. Ich habe genügend Potions. Ich habe ja schließlich über 90 noch. Und diesmal geht es natürlich auf Vivi, das ist extrem unärgerlich. Aha. Diebstahl fehlgeschlagen, jetzt komm schon, wir haben jetzt schon... Muss ich gerade mal auf mein Büchlein schauen. 2 von 3 haben wir nämlich neben Zipfelmütze, den Zauberküras und den Escolu bla 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 können wir noch holen. Und der ist das Ziel jetzt. Diebstahl fehlgeschlagen. Zack. Nehmen wir ihn eine Potion wieder. Das Geld können wir uns ja sowieso bald wiederholen. Ich meine, es ist jetzt das allerwenigste Problem. Die Jill. So, auf wen gehst du als nächstes? Auf sie dann gehst du einmal. Habe ich auch keine Probleme damit. Diebstahl fehlgeschlagen. So, Mama Vivi sammelt sich mal. So viele Potions muss man dann auch nicht verwenden. So, Clown. Er sammelt seine Magiepunkte. Also nicht Magiepunkte, sondern seine Stärke. So, das geht auf... Mhm.
Ja, der kann das aushalten. Vivi sammelt bitte. Und wir werden mit Steiner jetzt nichts machen. Und weiterhin klauen. Und dann geht's weiter. Diebstahl fehlgeschlagen. Weiter sammeln. Und alles klar. Weiter sammeln. Und klauen. Und Blitzra. So, gut, dann haben wir jetzt uns alle geheilt und jetzt könnte bitte. Kann der nicht einfach mal das letzte Ding klauen? Das ist ja echt der Wahnsinn. Das ist echt nervig irgendwie. So, wir werden jetzt hier auch gleich diesen Kampf beenden. Wenn er noch zweimal oder dreimal das Klauen fehlschlägt. So, okay, dann haben wir das auch noch gemacht. Dann sammeln wir hier nochmal schön. Du machst bitte eine Portion auf Master Vivi. Der braucht es jetzt gerade dringender als du. So, alles Klärchen, Kabärchen. Sammeln. Und Steiner könnte bald schon wieder loslegen. Ach, komm, please, man. Please. Gibt's doch wohl nicht. Echt, ey. Muss ich jetzt alle meine Potions her benutzen oder was hier? Und Vivi sammelt und sammelt und sammelt wie ein Hero. Oh, jetzt letzten zweimal, wenn das nicht klappt, dann kann man nichts machen. Es war blöd, aber dann funktioniert es halt einfach nicht. Obwohl wir jetzt eigentlich auch dieses erhöht haben, unsere Chancen zu klauen. Blitzra, auf wen gehst du? Auf Steiner. Okay, dann gehen wir mal auf das. Ja, es gut, Cheon geklaut. So. Als nächstes machen wir mal eine schöne. Zack. Und mit Vivi machen wir mal einen schönen Feuerangriff. Und mit Steiner machen wir einmal noch ein Feuerschwert. Und dann müsste das Ding eigentlich gegessen sein. Wir werden nicht mehr heilen. Das wäre mir jetzt zu blöd. Okay. Jetzt hebt er ab, oder was? Bam! 714. Das war's. So macht man das und nicht anders, Kumpels. Ah, wunderschön. Wunderschön. Wir werden übrigens gleich cutten müssen. So. Ja. 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 Meine einzige Bestimmung ist es, jeden Feind zu vernichten. Oh, den haben wir auch besiegt. Aber der nächste kommt bestimmt. Wie viele von diesen Schwarzen sonst noch was gibt es eigentlich? Ich glaube, das war der letzte von ihnen. Woher willst du das wissen? Oder hast du vielleicht mit denen irgendetwas zu... Sie nannten sich doch Tenöre, oder? Naja, mehr als drei sollten es dann also nicht sein. Kann das Südentor schon sehen, dann hat sie sich also so entschieden. Und jetzt werde ich einen gemeinen Cut machen. Bams! Kazams!